Apple sieht rot und blau. Die Rede ist von der neuen Apple Watch 6. Die gibt es erstmals alternativ zum schwarzen, silbernen und goldenen Aluminiumgehäuse, auch mit rotem oder blauem Alumantel. Ansonsten hat der Hersteller an Details gefeilt und schenkt der Uhr dank neuer Software noch ein paar Funktionen. Wir haben uns die Apple Watch Series 6 schon zum Test vorgeknöpft und klären hier, was sie besser macht als ihre Vorgänger. Bei den Funktionen seiner Smartwatch gibt Apple schon lange den Vorreiter. Die Bewegungssensorik bemerkt schwere Stürze und holt Hilfe. Das eingebaute EKG nimmt ein Elektrokardiogramm auf, um den Herzrhythmus zu überprüfen. Das alles steckt natürlich auch im Topmodell 2020. In Sachen smarte Funktionen ist Apple ebenfalls längst an allen vorbeigezogen. Siri steht Rede und Antwort, dank Mobilfunkmodul geht die Watch ganz allein ins Netz und der NFC-Chip ermöglicht Bezahlfunktionen via Apple Pay. Neu an Bord ist Infrarotlichtsensorik unten am Gehäuse. Die ermittelt die Sauerstoffsättigung im Blut. Der Wert kann Aufschluss über Atemaussetzer im Schlaf geben und hilft Bergsteigern, ihre Sauerstoffversorgung beim Wandern in höherer Lage zu kontrollieren. Ein medizinischer Wert ist das nicht, sondern nur als Information für Fitnessinteressierte gedacht. Die Watch misst diesen sogenannten SpO2-Wert sowohl per Knopfdruck als auch automatisch, wenn der Nutzer sich wenig bewegt, etwa im Schlaf. Apropos Schlaf. Dank der neuen Software WatchOS 7 fügt Apple eine hauseigene Schlaf-App ein. Zuvor mussten Nutzer sich eine Drittanbieter-App dafür installieren. Die neue App ermittelt die Dauer des Schlafs im Test exakt, doch gibt keinen besonders tiefen Einblick in die Schlafphasen. Stattdessen setzt Apple auf die Erstellung eines Schlafplans, um ans rechtzeitige Zu-Bett-Gehen zu erinnern. Die Uhr schaltet ihr Display dann aus, damit der helle Bildschirm den Nutzer nicht ungewollt weckt. Am Morgen dann vibriert die Uhr zur Wunschweckzeit und gibt einen Weckton von sich, wenn ich das denn möchte. Die Fitnessfunktionen haben sich im Vergleich zu Vorgängern nicht verändert. Weiterhin ist das Gehäuse wasserdicht und eignet sich zum Schwimmen, auch im Salzwasser. Die Herzfrequenz misst die Uhr exakt, doch Apple ordnet die Werte nicht wie andere Hersteller in Trainingsherzfrequenzzonen ein. Den Fitnesswert VO2 Max ermittelt sie aber jetzt auch im niedrigen Bereich und da sollen Updates noch Mitteilungen bringen, wenn die Cardio-Fitness sich zum Beispiel verschlechtert hat. Die Bewegungssensoren bemerken manch ein Training auch ohne, dass man einen Knopf drücken muss und die Uhr fragt dann, ob sie das Workout aufzeichnen soll. Wer draußen unterwegs ist, kann die zurückgelegte Route per GPS und Höhensensor registrieren. Die neue Generation setzt dabei auf den immer aktiven Höhenmesser, der in Echtzeit selbst kleinste Höhenveränderungen bemerkt. Bei den smarten Funktionen hat Apple nur ein wenig Hand angelegt. So lassen sich Kurzbefehle vom iPhone jetzt auch per Watch verwalten. Sprachassistentin Siri hat jetzt Übersetzen gelernt. Und wenn ich mir die Hände wasche, bemerkt die Uhr das, jedenfalls manchmal, und startet einen Timer, damit ich die empfohlene Dauer von 20 Sekunden durchhalte und damit Viren und Bakterien abwasche. Ein altes Problem schleppt auch die Apple Watch 6 mit. Die Akkulaufzeit ist knapp bemessen. Apple verspricht 18 Stunden und deutlich länger als einen Tag hält die Uhr tatsächlich nicht durch. Gut aber, der neue Chipsatz S6 macht die Uhr nicht nur schneller, sondern beschleunigt auch die Aufladezeit. Somit ist die Watch in 1,5 Stunden vollgeladen, während Vorgänger dafür 2,5 Stunden brauchen. Optisch hat sich bei der Apple Watch 6, abgesehen von neuen Gehäusefarben, übrigens nichts verändert. Das Display arbeitet weiterhin mit OLED-Technik, die farbenfroh und kontrastreich ist. Die Uhr zeigt dauerhaft die Zeit an, wie schon ihr Vorgänger der 5. Generation. Apple hat aber die Helligkeit in dem sogenannten Always-On-Modus verstärkt. Somit lässt sich die Uhrzeit bei Sonnenlicht besser ablesen. Die große Innovation bringt die Apple Watch 6 zwar nicht. Doch mit liebevoller Detailarbeit hat Apple ordentliche Produktpflege betrieben. Der Schlaftracker ist endlich da, der Chip verringert die Ladezeit und die ohnehin schon starken, sportlichen und cleveren Funktionen wachsen stetig. Gegenüber dem Vorgänger Apple Watch 5 macht die Uhr aber keinen so deutlichen Sprung, dass der Umstieg lohnt. Die Apple Watch 6 gibt es in den beiden Größen 40 und 44 mm. Die Variante ohne LTE kostet 418 bzw. 447 Euro.
Mit Mobilfunk kostet die Watch 516 bzw. 555 Euro. Und wer noch mehr ausgeben mag, bekommt die edleren Modelle mit Titan- oder Edelstahlgehäuse.